könnt. Wir sind heute in der Mannheimer Straße 60, suchen Accessoires und sind bei Hutvetter. Kommt herein. Schaut euch um. Mein Name ist Markus Kottke und dahin steht die Gerti Feldmünzer. Wir sind seit 2016 hier in dem Hutvetter, in dem Geschäft und verkaufen Hüte, Schirme, Stöcke, Mütze, Handschuhe und reparieren sie auch. Ja? Wenn die Schirme defekt sind, reparieren wir sie und die Hüte tun wir formen oder umgestalten. Das ist die Gerti, die macht die Damenabteilung. Ja, dann kommt mal mit. Bei mir war es die Liebe zu Hüten, die mich 2016 dazu entschlossen hat, den Weg zu gehen, und ich bereue ihn überhaupt nicht. Bei den Damen gibt es Eventhüte für jeglichen Anlass. Sportliche Mützen haben wir im Sortiment. Hier seht ihr so ein bisschen Hochzeit in der Art. Hier hinten sind die Sommerhüte, Strandhüte, auch mit Sonnenschutz ausgestattet. Das ist sehr, sehr wichtig im Moment in dieser Zeit. Beerdigungshüte müssen leider auch da sein. Das ist so das Sortiment der Damen. Handschuhe haben wir auch, Lederhandschuhe. Noch ganz kurz zu der Geschichte dieses Geschäfts. Dieses Geschäft besteht seit 115 Jahren hier an demselben Ort. Es ist gegründet worden von Josef Vetter. Danach wurde es von Lili Weisheimer, die auch dort gearbeitet hat, übernommen. Die um wieder hat es ihrem Sohn weitergegeben, der es bis 2015 hatte. 2016 sind wir dann zugekommen und haben es dann übernommen. Und das kam dadurch, weil sie einen Nachfolger gesucht haben und keinen gefunden haben. Und meine Mutter auch in dem Geschäft gearbeitet hat. Ja? Und deswegen haben wir das Geschäft dann übernommen. Und sind bis jetzt zufrieden und ist alles okay. Der coole Stock, den wollen wir alle noch mal sehen. Da sind wir nämlich ganz scharf drauf. Ja, wir lieben Bad Kreuznach und eigentlich auch unsere Altstadt. Wir fühlen uns hier super wohl. Wir haben eine tolle Gemeinschaft unter den Geschäftsleuten. Die Lage ist schön. Wir haben immer was zu bieten. Einfach mal rüberkommen über die Brücke. Sind Kreuznach, halten zusammen und kaufen hier.